What? I got the puzzle. Dr. Light. Ausdauer-Smasher, dann auf in den Kampf. Und Dr. Mario steht ja immer so da und denkt sich, ja. Warum sollte ich mich irgendwie auch nur ansatzweise anstrengen? Das macht alles mein Mega Man. Drin dachte ich mir, warum habe ich schon 80 Schaden, aber stimmt ja. Stand mir gerade immun? Macht immun gegen Elektrostarre durch Böden, Gegner etc. Sehr schön. Auch du bist nützlich. Gut, gibt es jetzt irgendwas, wogegen ich noch keine Immunität habe? Ich bin mir fast sicher, das wird nützlich sein. Wir müssen Pichu ausschalten, bevor das übermacht. Dich habe ich vorhin auch freigespielt. Verdammt! Was mache ich mir eigentlich die Mühe, den ganzen Namen der Geister frei zu. Ja, richtig, ich muss den Stromschutz erstmal aus. Das war nämlich vorhin das Viech, bei dem ich mir gewünscht hätte, ich hätte Immunität auf dem Boden. Jetzt ist auch zu spät, ihn einzusetzen. Egal. Ich habe eben noch überlegt, weil was das vorhin war, aber... Stimmt, das war's. Ich muss irgendwo das Ding herkriegen. Sorry. Metallverwandlung. Ja, finde ich fair. Habe ich auch. Aber momentan bist du mir leider im Weg, Susi. Kampf beginnt mit Laserschwert. Okay. Auto. Okay. Was ein Name. Auto. KP auf 0. Mehr muss ich nicht wissen. Warte mal, stand da was von starken Elektro an? Okay, der Boden lähmt Kämpfer. Scheiße, ich hätte jetzt wirklich... Ich versuch's einfach mal so. Also Corrin braucht den Stromschutz. Link braucht den nicht. Link bleibt einfach stehen, lädt seinen Schwertschlag auf und macht... So, jetzt habe ich zwei davon, richtig? Genau. Perfekt! Slippy Toad. Besiege Hauptgegner, Smash innerhalb des Zeitlimits, versucht Abstand zu... Oh nö, warum? Yeah! Bye.
Vielleicht sollte ich mir doch noch Starlink-Spiele holen, um irgendwann mal ein Fox-Spiel spielen zu können. Star Fox-Spiel. Gibt es in Starlink denn auch die Musik? Das wär's doch, oder? Muss ja eigentlich. Ich habe es, glaube ich, gesehen, reduziert für 40 Euro statt für 60 oder wie viel das auch immer gekostet hat mit dem Schiff damals. Wahrscheinlich viel mehr. Naja. Nur komme ich hier noch irgendwo lang? Nö. Gut, dass ich jetzt eine Reserve habe. So kommt man viel besser an Sachen ran. Dum, 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 dum. Bereit? Los! Also Picard, du bist ein Pichu, du kannst gerade kein K sagen. Dass immer diese Bomben runterfallen. Yay. Ich weiß, ich habe mittlerweile schon genug Punkte, um mir was Neues zu holen. Pichu, spielt mit. Die Musik hier drin ist einfach knuffig. Katapultierbarkeit. Ich hab Angst. Bereit? Los! Warum hat der jetzt schon wieder seinen Smash? Verstärkt eigene Smash-Angriffe, verkürzt Smash-Aufladezeit. Wow. Alter, der hat's drauf. Das war mit Abstand der einfachste Vierer-Smash, den ich bisher hatte, glaube ich. Ich habe noch nicht mal Schaden genommen. Was? Was? Verdammt. Riesen-Elektrowelz. Splatoon? Hätte auch aus Zelda sein können. Starke Elektroangriffe, stromstarker Boden, ja. Okay, es ist ein flaches Stage, also sehe ich mich dazu gezwungen? Dürfte ich mal kurz fragen, wo ist er denn, Elektroboden? Du brauchst zwei Plätze. Luftsprung plus eins. Aber zwei dafür. Oribe gibt mir wenigstens noch meine grüne Box, damit ich Metallen bin. Okay, what the fuck? Niederlage fortsetzen?
Wie wär's noch mit einer normalen Elektroabwehr? Irgendwas, was so normale Elektroabwehr ist, wäre echt geil. Da hatten wir doch zigtausend. Alter, Link! Niederlage. Fällt er einfach ohne was zu machen. Revanche! Ey, hätte das gedacht, dass Victor nie einfacher ist als dieses Mistviech hier. So ein 3-Sterne-Gegner, oder? Bereit? Also es ist Pikachu, Pikachu sind wie gesagt. Pika, Pika! Ja. Ach komm, ich hab mich aufgeladen. Ich hab das Vorrecht. Dammit! Ich war so kurz davor, wieder an den Rand zurückzukommen. Ich war schon richtig stolz auf mich, dass ich diese Distanz überstanden habe. Und dann so ein Scheiß. Kickt das Mistvieh mich einfach weg. Ich bin es nicht gewohnt, dass Gegner mich... dass Gegner größer sind als ich. Und alles können, was ein Pika kann. Okay, was willst du mich verarschen? Ich meine, klar willst du das, du bist ein Pikachu, aber... Niederlage fortsetzen! Ich finde, das ist knapp. Dafür, dass das ein riesengroßes Pikachu ist und ich noch nicht mal meine Großverordnung habe, finde ich, ist das knapp. Okay, Bereit? Die nächsten 3 Stunden Link gegen Pikachu. Willst du mich verkackeiern? Kann ich mich irgendwie groß machen? Kann ich das irgendwie danach filtern? Mir bringen Superblätter nix. Ich brauche einen Pilz. Bereit? Los!
mal ehrlich, benutzt das Viech überhaupt Elektroangriffe? Nicht wirklich, oder? Das donnert mich eher weg. Oh. Muss es denn ein Pikachu sein, das mich hier gerade so fertig macht? Kann das nicht irgendwas anderes sein? Ich werde schlechter, das ist kein gutes Zeichen. Bereit? Los! Können wir mal sagen, warum diese dummen Schilder nie dann funktionieren, wenn sie mal sollten? Du Drecksvieh, ey. Natürlich, Pikachu. Ich fand's lustig, als wir beide 90 hatten oder so. Jetzt hätte dieses Drecksvieh nur darauf gewartet. Das Mistvieh ist zu schnell dafür, dass es so groß ist. Nochmal. Nochmal. Link nochmal. Bringt nichts, wenn ich beim ersten Schlag schon so überrascht, vergiss es. Wir brauchen die Punkte. Gib mir einen anderen Kämpfer. Ich korrigiere, gib mir die Kämpferin, die ich will. Alles andere ist mir gerade scheißegal. Ich halte das Viech jetzt einfach mal auf Abstand in der Hoffnung, dass das was bringt. Das wird garantiert wieder bis zu 200 Punkten aushalten, deswegen... Natürlich! Hat es jetzt auch noch seinen Super Smash aktiviert. Das ist ein Ultra Smash. Willst du mich eigentlich verarschen? Wieso trifft das bei denen eigentlich immer und bei mir nie? Du hast doch gar keinen Ultra Smash eingesetzt. Nee, ernsthaft. Wenn ich die Dinger einsetze, weißt du, Ultra Smash, die ich einsetze, die müssen immer punktgenau, da muss der Gegner vor einem stehen und man muss gerade auf einer Plattform in Ruhe. Aber ich habe so den Eindruck, Lucario und Pikachu und Pummeluff, die können das Ding überall aktivieren und treffen einfach alles. Niederlage fortsetzen. Ey, mir wäre das ja mit dem ganzen Schock einfach scheißegal, würde ich nicht andauernd am Boden festkleben. Sonst würde ich einfach mit dem Metallriesen auf das Viech losrennen. Wisst ihr was, ich versuch's einfach mal. Schlimmer laufen kann's ja nicht, oder? Doch kann's, aber ist egal, wenn's schlimmer läuft. Bereit?
Wow. Niederlage. Mein Problem ist nur, wenn ich klein werde, habe ich einen Scheiß. Ansonsten... unbesiegbar. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das an den Werten von dem Ding liegt. 5000 irgendwas. Okay, wie finde ich die Frau jetzt am besten hier in diesem riesengroßen Haufen voller Müll? Sie ist ganz oben, perfekt. Bereit? Los! Wer sagen, warum gerade mein Rettungswurf nicht mehr funktioniert? Ah, okay, geht doch wieder. Alter, ey! Dieser Move geht mir langsam auf den Senkel! Und darf von diesem Scheißviech weggeschweift werden. Zum Glück kämpfe ich mit dem Messer, so kann ich mir wenigstens vorstellen, wie ich mir deine scheiß Eingeweide rausreiße. Du Mistmaskottchen, du! Nimm dieses scheiß Stirnband ab, es sieht kacke aus! Hauptsache 500 Hüte für Pikachu! Hab Pokémon hinter einem herlaufen lassen? Nein, dafür haben wir keine Rechenkapazität mehr, aber Pikachu hat 500 Hüte! Der immer ätzend, ey. Na, und wieder. Nein, das war doch nicht sein Schweifscheiß gemacht. Ich würde gern schneller fallen. Kann ich aber nicht, weil ich habe gerade den Buhu. Niederlage fortsetzen. Grüne Box, Elektrobon, bla 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 bla. Irgendwer wird doch einen Pilz haben, oder? Ich weiß, was ich mache. Genau das. Die ist auf 99, sie hat einen Riesen. Und sie hat keinen Riesen mehr. Stürzt schneller ab. Stimmt ja, ich habe kein... Meinen Verwandlungsdauererhöhe habe ich ja nicht, wenn ich... Oh. Dieser scheiß Elektroboden. Geht doch. Kampfbewegen als Riesenkämpfer. Das hätte ich jetzt übrigens gebraucht. Vorbei, nimm zwei Plätze weg, hätte ich nicht gebraucht. Leitstärkere Elektroangriffe, brauche ich nicht. Gut, jetzt kann ich wieder als Metalllink alles andere platt machen. Erstmal wird die Hand sauer, weil ihr Schild weg ist, oder? War doch hier. Ooh.
drei nervigen Tore sind offen. Bloß weg hier. Weiß ich nicht, ob man so ein Ding daraus noch gebrauchen kann. Nicht, dass ich es noch dabei haben würde, aber egal.